Mankind wurde nämlich mit Männern übersetzt, was zwar witzig ist, auch sich eine schwerste Yoga-Stellung nur für die Männer auszudenken, allerdings ist Mankind die Menschheit und ich kann mir nicht helfen, aber es ist die Menschheit. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der Menschheit aus. Der gesamten Menschheit. Eigentlich wäre es so, ne? Dann heißt es so, so würde man es sagen. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Dann ist es wirklich so superlativ, so ba-ba-bam. Denk dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der Menschheit aus. Der gesamten Menschheit. Setz noch einen drauf, ist nicht nötig, würde auch so gehen, aber ich weiß nicht. Denk dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Was sagt denn das Original? Known to mankind. Ja, das würde das nochmal so ein bisschen unterstreichen, der gesamten. Okay, nehmen wir's auf. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. So, der war besser. Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Was? Denke dir einen Namen für die schwerste Yoga-Stellung der gesamten Menschheit aus. Okay, das ist gut. Oh, wie oft ich den jetzt neu gemacht habe. Ein guter Name für eine Erotik-Bäckerei. Was ist so schwer daran? Ein guter Name für eine Erotikbäckerei. Ein guter Name für eine Erotikbäcker. Sag mal. Ein guter Name für eine Erotikbäcker. Bäckerei. Es ist eine Bäckerei, verdammt, keine Bäckerei. Das gibt's doch gar nicht. Ein guter Name. Ein guter Name für eine Erotikbäckerei. Ja, fast. Ein guter Name für eine Erotikbäckerei. Was ist so schwer daran? Das gibt's doch gar nicht. Ein guter Name für eine Erotikbäckerei. Ein guter Name für eine Erotikbäckerei. Aber der ist gekauft. Okay. Boah, wie schwer kann es sein, Bäckerei zu sagen in Verbindung mit Erotik? Erotikbäckerei. Ist doch also wirklich nicht so schwer. Unfassbar. Ungeahnte Schwierigkeiten. Sollte, nein, auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? A word that should never follow beef. Es ist andersrum. Welches Wort sollte auf Fleisch niemals folgen? Das ist ja völlig falsch rum. Welches Wort sollte niemals auf Fleisch folgen? Das ist was ganz anderes. A word that should never follow beef. Also Beefsteak, Beef, was auch immer. Fleisch. Fleisch ist Lust, Fleisch. Hackfleisch, ja, Hackfleisch. Im Deutschen kannst du Hackfleisch sagen. Rinderfleisch. Macht das Sinn, das andersrum zu machen? Aber Fleischwolf gibt's auch. Ha. Nicht so einfach, ne? Auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? Eine gute Vorsilbe zu Fleisch?
Stürzi, vielen Dank für den Follow. Ich weiß nicht, ob mein Streamchat da auf meinem Tablet funktioniert. Whatever. Also gut, also auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? Dann muss aber auch ein Bindestrich, damit klar ist. Ne? Hackfleisch, Menschenfleisch, Rindfleisch. Aber fällt mir da was Lustiges ein? Auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? Ich habe immer Lust auf, wenn es nur ein Fleisch ist. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? Also umdrehen oder nicht umdrehen, das ist doch jetzt die Frage, oder? Aber wenn man es so macht, dann müsste ich es mit Vorsilbe. Der Kühlschrank geht auch schon in den Standby. Och Mann, hilf mir doch mal. Auf welches Wort sollte niemals Fleisch folgen? Welches Wort sollte niemals auf Fleisch folgen? Fleischvergiftung, Fleischhunger, Fleischeslust, Fleisch. Das geht auch. Dann ist man näher an der Originalübersetzung dran. Man kann im Deutschen halt beides machen. Das ist halt das Ding. Im Amerikanischen würde man eher nachstellen. Auf welches Wort solltest du niemals Fleisch? Auf welche Vorsilbe? Welches Vorsilbe solltest du auf gar keinen Fall bei für Fleisch ver. Eine gute Vorsilbe für Fleisch. Das ist nicht lustig. Die ganze Frage. Ich finde die nicht so lustig. Aber ich drehe es trotzdem um, glaube ich. Okay. Ich drehe es jetzt um. So, ich mache mal ein bisschen aufnehmen hier. Welches Wort sollte niemals auf Fleisch folgen? Welches Wort sollte niemals auf Fleisch folgen? Craigslist. Ja, gut. Es gibt kein deutsches Pendant zu der Craigslist, oder? Ja, eBay Kleinanzeigen? eBay? Also, eBay Kleinanzeigen ist es noch. Ja, aber Craigslist, da kriegst du halt alles. Da kriegst du halt nicht nur Stuff, sondern ja auch, da sucht man ja einfach alles. Also Anzeigen-Website, ja, das ist schon gut übersetzt, aber kann man sich darunter was vorstellen?
Also ich glaube, mit eBay Kleinanzeigen können die Leute mehr anfangen als mit Anzeigen-Websites. Was solltest du nicht über eBay Kleinanzeigen kaufen? Ich nehme mal die Freiheit heraus. Was solltest du nicht über eBay Kleinanzeigen kaufen? Oh, Schreibfehler. Oh, gesehen. Was solltest du nicht über eBay Kleinanzeigen kaufen? Was solltest du nicht über eBay Kleinanzeigen kaufen? Ja, sag doch mal. Nimm den Namen eines Präsidenten und mache etwas Unangemessenes daraus. Wer, jetzt mal ehrlich, wer kennt deutsche Präsidenten, deutsche Bundespräsidenten? Na, da fallen einem doch auch nicht so viele ein, oder? Gauck, Wulff und dann hört es schon auf. Was ist, wenn man das mit Kanzlern macht? Da kennt man noch ein paar mehr, oder? Kohl, Schröder und so weiter. Hey? Willy Brandt, ich glaube, es ist besser, wenn man das auf Kanzler macht. Nimm den Namen eines Kanzler, nimm den Namen eines Kanzlers und mache etwas Unangemessenes daraus. Ich lasse die gute Frau Merkel jetzt mal außen vor, weil bisher waren es nur Männer. Ich müsste das so eingendern, da habe ich nicht alle auf meiner Seite wahrscheinlich, wenn ich das mache. Nimm den Namen eines Kanzlers und mache etwas Unangemessenes daraus. Gut. Ich glaube, die deutschen Quiplerspieler kennen mehr deutsche Kanzler, als sie amerikanische Präsidenten kennen. Wobei, naja, egal. Nimm den Namen eines Kanzlers und mache etwas Unangemessenes daraus. Nimm den Namen eines Kanzlers und mache etwas Unangemessenes daraus. Nimm den Namen eines Kanzlers und mache etwas Unangemessenes daraus.